Ja, ich hab's euch gesagt, ich hole euch dazu, wenn ich hier in der letzten Mission bin. Und zwar ist das Level 10. So. Also, ich erkläre euch gleich die einfachste Strategie. Ihr fährt immer hier hin, immer über diese kleine Brücke, bei jedem Level. Falls es keine Kunden haben sollte, dann kehrt ihr um. Aber ihr macht erst, ich mache mal eine Pause, ihr macht immer erst, also hier ist ja die Pizzabude, und ihr tut immer zuerst die Kunden beliefern, die hier sind. Warum? Ihr habt ja, wie ihr gesehen habt, 6 Pizzen. Und am Anfang habt ihr also erst einen Kunden, 2 Kunden, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es reicht immer mit einer Ladung. Ab Level 7 müsst ihr mindestens einmal zu dieser Pizzabude, um Nachschub zu holen. Jetzt. Nehmen wir mal an, wir haben ja jetzt Level 10. Wir würden jetzt so vorgehen, dass wir jetzt sagen, wir 1, die wir hier geliefert haben. Wie viel haben wir eigentlich schon geliefert? 5, also eine, okay. Jetzt machen wir da noch 2, dann haben wir noch 4. Dann beliefern wir 1, 2, 3, 4. Und dann müssen wir diesen weiten Weg zurück, Nachschub holen und dann nochmal zurück. Und aus diesem Grund mache ich jeweils Folgendes. Ich schaue, dass ich hier die Pizzen ausliefere und dann werfe ich die übrigen Pizzen weg und gehe dann Nachschub holen, dass der Weg möglichst klein für mich ist. Also am Anfang kann man wirklich die da südlich von der Pizzabude, denn hier die Pizzabude ist südlich dieser Linie, die ich jetzt hier so vorgebe. Südlich dieser Linie, wenn man die abgeliefert hat, dann kann man, also das geht so, also wenn das nur eine ist, wenn man dann die Pizzen wegwirft, also wenn man mindestens einen Kunden hier beliefert hat und dann die restlichen 5 Pizzen wegwirft, hat man ja insgesamt es ist wieder eine Rechnerei um die Zeit. Dann hat man ja insgesamt 6, also es reicht für Level 6. Also ja, man muss, um der langen Rede kurzer Sinn, man muss schauen, dass man möglichst diese hier zuerst beliefert, die Kunden hier. Und dann geht man nach Norden und schaut einfach, dass wenn man noch eine Ladung holt, dass die für alle reicht. Also man muss nicht, also das Maximum ist 4. Man muss maximal 4 Kunden beliefern. Bei Level 10 dann Pizzas wegwerfen, neue holen. Bei Level 9 3 Kunden wegwerfen, neue holen. Bei Level 8 2 Kunden wegwerfen, neue holen. Bei Level 7 einen beliefern, wegwerfen, neue holen. So kommt man eigentlich gut durchs Spiel. Doch jetzt machen wir mal weiter. Genau. Jetzt haben wir 2 beliefert, das heißt, es sind noch 8 übrig. Wenn ich jetzt Nachschub hole, fehlen mir nachher 2. Das heißt, ich muss jetzt noch 2 unbedingt noch beliefern und dann zurück. Manchmal sind eben mehr. Es sind jetzt nur 2 gewesen, manchmal sind auch mehr auf der südlichen Seite, das ist dann ein bisschen einfacher, aber gut, jetzt der letzte Level. So. Genau. Und eben, ich möchte euch auch noch was Kleines verraten, aber zuerst schaue ich jetzt mal, dass ich hier noch den hier habe. So. So. Wir haben, Moment mal, 3, nein, Moment, ich habe Quatsch erzählt, ich muss noch einen, beliefern, sonst reicht das nämlich nicht. So. Und jetzt die letzte Pizza wegwerfen und jetzt sind wir nämlich berechtigt, neue zu holen. Also man kann erst neue holen, wenn wir verbleibende Pizzas, wenn das 0 anzeigt.
know you didn't want to be a pizza boy. Well, I don't give a damn. Jo. Also die Belohnung ist wirklich sehr, sehr toll. Also man bekommt $5,000 und 150 Leben. Und was mich jetzt sehr interessieren würde, ist, ob ich diese 150 gleich so bekomme oder ob ich mir noch ein Herz holen muss. Aber vorher möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, wo ist denn der Gute oder die Gute? Ah ja, egal. Machen wir jetzt mal Folgendes. Also, ich würde empfehlen, sich wirklich Zeit zu nehmen, weil man hat eigentlich genug Zeit. Ich werfe jetzt mal die Pizza daneben. Okay, ich habe es jetzt daneben geworfen. Jetzt ist es nicht tragisch. Man braucht keine neue zu verschwenden, sondern man kann die so hinschieben, bis sie sie nimmt. Es seht, der Ding ist noch nicht verschwunden. Doch, ist er schon verschwunden. Manchmal dauert es, bis der verschwindet. Ah, schon wieder daneben. Ich werde euch wegen, apropos Geschwindigkeit, werde ich euch noch was zeigen. So. Mit dem Numlock 6 macht Jan Wili. Und, ja, Moment. Den auch noch. Ups. Falsche Taste. So. Und mit Numlock 9 gebt ihr Gas. Und ich empfehle wirklich mit Numlock 9, also immer so viel. Also, einen kleinen Moment, da jetzt die noch. So. Wenn ihr einmal drauf drückt oder drauf gedrückt haltet, die Taste gedrückt haltet, dann steht er so auf. Aber wenn ihr sie wiederholt drückt, eben so wie wir mit dem Kopf so nach vorne, dann wird er schneller. Und das habt ihr vielleicht bei, der PCJ schon, bei den Stunts schon gesehen. So wird man wirklich schneller. So, das war Level 10 und jetzt haben wir noch eine Minute. Also eben, also ich finde diesen Level sehr, sehr einfach. Wir werden gleich nachher noch schauen, wie viel Zeit. Ich habe nämlich geschaut, was für eine Spielzeit wir hatten. Da können wir mal schauen, wie lange jetzt dieser Level ging. Also ich finde es die einfachste Mission. Und vor allem dauert sie nicht so. Maximale Gesundheit, 150. Ja, wir haben die 150 schon erhalten. Jetzt schaue ich mal von der Zeit her. 5 Stunden 02 haben wir begonnen und jetzt haben wir... Wenn es irgendwann mal kommt. 28, gut, 26 Minuten, ja. Jetzt einen kleinen Moment. Ja, ich bin wieder da. Diesmal hat es geklappt. Ich habe nämlich wieder den Timer vergessen. Aber ist ja nicht tragisch. Ich habe gesehen, wir haben noch eine Minute Zeit. Steht meine PCJ? Ja, meine PCJ steht noch hier. Weil dann möchte ich nämlich noch einen Monster-Stunt, der hier ein bisschen exponiert, beziehungsweise abgelegen liegt, nämlich auf der Baustelle, den möchte ich nämlich jetzt noch holen. Und auch die Päckchen, die da so in der Nähe sind. Weil da gibt es auch noch einen kleinen Trick. Aber zuerst machen wir jetzt mal den Monster-Stunt. Und jetzt wirklich schauen, dass ich nicht zu viel Zeit verliere, weil wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Genau, hier raus. So. Und der Monster-Stunt ist hier. Ah, ja, natürlich. So. Ja, hat gezählt, super. Und jetzt werde ich noch euch noch zeigen, wie man ein Päckchen, das hier versteckt. So, Moment, das machen wir in der nächsten Folge. Also, ich fahre jetzt mal zu, nee, warte, habe ich ja keine Garage. Ich fahre jetzt mal zu meinem Versteck zurück und speichere. Wenn die Aufnahme abbrechen sollte, dann ist es, weil die 10 Minuten erreicht sind. Bitte dann einfach nicht erschrecken und bin ich dann plötzlich halt einfach weg. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann mit dem Monster-Stunts weitermachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich bereits schon Selbstgespräche führe, ob ihr überhaupt noch da seid, aber ich rede jetzt einfach nochmal und rede und rede und rede, bis wir da bei unserem Versteck sind und speichern können. Ja, ich habe die Zeit da ein bisschen falsch eingeschätzt, aber
Wenigstens haben wir die Pizza-Mission ohne Störungen erledigen können. So, speichern und tschüss.